Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ach du heilige Scheiße. Wo fange ich an? Wo fange ich an mit erzählen? Es ist eine Katastrophe. Ich habe das PC-Upgrade gemacht. Man hat gemerkt, es gab wieder Ausfall, weil es mehr Probleme gab als gedacht. Unter anderem gab es auch das Problem, dass mir ein Stück Aufnahme flöten gegangen ist. Das heißt, wir haben, glaube ich, zwei Folgen verloren. Das ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm, weil in den zwei Folgen jetzt nicht allzu viel passiert ist. Wir haben einfach nur ein paar Inselquests abgeklappert und haben hier im Dorf irgendwo was gemacht. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Naja, jetzt bin ich gerade am Kämpfen, dass das alles funktioniert. Auf jeden Fall, die neue Hardware ist verbaut, es funktioniert alles ganz gut, bis auf das System. Im Allgemeinen, das macht mir ein bisschen Sorgen, leider. Weil nicht alles so funktioniert, wie es soll. Beziehungsweise es funktioniert mal, dann funktioniert es mal wieder nicht und das mag ich gar nicht. Entweder es funktioniert oder es hat einen Grund, dass es nicht funktioniert. Aber mal so ist echt scheiße. Und ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal neu installiert, also... Nee, mache ich nicht normal. Irgendwie werde ich schon was hinkriegen. Ja, und wir sind hier jetzt immer noch auf Skellige unterwegs. Oder auf den Skelligen, das sind ja mehrere Inseln. Ja, und in den letzten Folgen haben wir ja die Inseln abgeklappert und haben da ein bisschen was gemacht. Das müsste, glaube ich, noch auf der Aufnahme drauf sein. Aber ich knüpfe jetzt hier... Warte mal, ich gehe mal hier runter. Ich weiß gar nicht, was haben wir in dem Dorf hier gemacht? Ich bin selber ein bisschen verwirrt. Mal gucken, wir gehen mal wieder raus. Wir gehen mal zu Geralt runter. Auf den Fußboden, da steht da der junge Mann. Einfach wunderschön. Da ich ja, naja, da habe ich letztes Mal aufgehört und dann ist die Aufnahme weg. So, das kommt davon, wenn man nicht gleich schneidet und hochlädt. Dann, ja. Gibt es halt Datenverlust. Naja, was soll man machen? Auf jeden Fall läuft das hier, ja, es läuft eigentlich nicht besser als vorher, weil The Witcher irgendwie an die CPU zumindest sehr wenig Ansprüche stellt. Der RAM ist bei 7 und die CPU bei 30%. Okay, das war vorher jetzt ein bisschen höher. Bei 90% war die CPU das letzte Mal. Also das ist schon ein Unterschied. Also da kann man schon was mit anfangen hier. Ist schon nicht schlecht. So, ich weiß echt nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Ich mache mal wieder die GUI an. Das ist, wo waren das? Rollen? Ne, Rollen nicht. Drucken? Nein, Drucken auch nicht. Upsa. Press 1 war's, genau. So. Sag dem Fellweaver des Barons, dass du Uma mitnehmen willst. Das haben wir, das ist ja die allgemeine Quest, die uns wieder von Skellige runterführt. Wir keine Fremden. Ich geh mal wieder hier hin. Hier ist ein bisschen ruhiger. Ich guck mal ganz kurz. Inventar. Was haben wir irgendwas Neues? Wir haben eine neue Stahlwaffe. Die macht ein bisschen mehr Schaden. Lieberschaft weiß ich gerade gar nicht. Wir haben auf jeden Fall viele Runen bekommen. Wir haben noch tolle Gewänder bekommen, die alle irgendwie schlechter sind als unsere. Also das hier. Aber wenn ich das vergleiche, dann nehme ich lieber unsere. Müssen die mal reparieren, fällt mir gerade auf. Die ist schon sehr kaputt. So. Erledigt. Da habe ich kein Reparaturkit. Okay. Ich gehe mal zu den Quests. Und zu abgeschlossenen. Wenn die... Sind die geordnet? Glaub nicht, ne? Glaub, die sind nicht geordnet. Ich guck mal ganz kurz. Bestie von Weißgarten. Natürlich Banditen. Wir haben irgendwie Schätze gesucht. Wir haben... Weiß der Geier, was wir alles gemacht haben. Für Ruhm und Ehre. Das hatten wir im Let's Play gemacht. Im Wolfspelz. Ich habe keine Ahnung. Der Preis der Ehre. Ich glaube, das war das hier. Genau, das haben wir, glaube ich, noch gemacht. Da haben wir rausfinden müssen, was mit dem Hochzeitspaar passiert ist. Beziehungsweise mit der Gemahlin. Die hat es dann leider nicht geschafft. Die hat die Seeüberfahrt leider nicht geschafft. Das haben wir dann dem mitteilen müssen. Das war relativ traurig. Ah. Was haben wir noch? Das ist alles Novigrad, kostbare Fracht, weiß ich nicht. Blitzblanke Bratpfanne. Achso, das ist Weißgarten hier.
Warte mal. Okay, Skellige. Also dann haben wir nichts mehr. Okay. Ja, also wie gesagt, wir sind eigentlich nur auf der Insel rumgetingelt und haben auch noch Quests eingesammelt und so. Immer ganz kurz auf die Karte. Guck mir das mal an. Wo sind wir denn gelandet? Wir sind... Ich glaube, wir sind ins... Ja, genau. Wir sind ins Druidenlager gegangen. Und dann sind wir hier rüber. Da haben wir was erledigt und haben gleich hier den Schatz mitgenommen. Und dann sind wir hier rüber. Und ich habe hier eine Markierung. Ah, stimmt. Da war, na, wie heißt's? Individuelle Markierung. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es geht. Cool. Hier ist ein Wasserfall gewesen, glaube ich. Und da hatten wir einen Schatz gefunden. Da, und den sehen wir nach. Und da haben wir den Schatz geholt. Und mehr haben wir da nicht gemacht. Alles klar. Und ich war dann dabei, noch weiter die Dörfer hier abzuklappern. Hier ist ja auch wieder was. Und die ganzen Dinge einzusammeln hier. Die ganzen Quests. Dass wir auch wissen, was uns hier noch alles erwartet. Weil ich will das hier eigentlich so gut wie leer räumen. Außer hier die Fragezeichen auf dem Wasser. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. So. Okay. Okay, okay. Gehen wir denn lang? Da ist noch eine Quest im Wald. Wir gehen mal... Gehen wir hoch oder gehen wir runter? Wir gehen mal unten rum. Dann markiere ich mal hier einen Punkt. So. Okay. Dann wissen wir die grobe Richtung. Und zwar ist das die. Plätzelein, wo bist du? Da ist sie. Komm ran. So wie man hört, ich bin natürlich immer wieder verschnupft. Das kommt ja auch noch dazu. Ich liebe einfach alles gerade. Es ist so schön. Du bist nicht aus dem Nilfgaard, oder? Nee. Schon wieder Hafer. Ich sagte ihm noch. Hi. Ist auch schön, ne? Warum wollte er das überhaupt? Er wollte Brombeeren sammeln. Er sucht also den Tod. Herz des Waldes. Oh, guck mal da hinten. Hey. Da ist was. Da ist was los da vorne. Ah, kann das sein, dass das ein Quest ist, die wir aufgesammelt haben? Langsamer. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist in zwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Bin nur auf der Durchreise. Suche nach Arbeit. In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Ah ja, ich sehe schon. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Och Mensch, Geralt, ein bisschen mehr Positivität hier bitte. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden.
Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Ja, dann werden wir das doch tun. Siehst du, und so schnell kommt mal wieder eine Quest rein. Ich finde das gut. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Okay, dann gucken wir uns mal um. Er hier sieht ja nicht sehr gesund aus. Ist das so, ist das reingewachsen oder war das vorher schon hier das Gestrüpp? Und er wurde da einfach reingespießt. Ist ja ein bisschen übernatürliche Kräfte hier. Ja, ein bisschen... Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Was ist denn hier? Hat der einer versucht zu betonieren oder was? Okay. Fangen wir mal den Spürchen. Hier sind nämlich überall welche. Oh. Hier ist auf jeden Fall Party gewesen, sehe ich gerade. Dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Mit was haben wir es hier denn wohl zu tun? Was Neues oder kennen wir denjenigen vielleicht? Auf jeden Fall, der Wald hier ist ja mal cool. Ne? Also irgendwie schön dicht. Hat was. So. Oha, was haben wir denn hier? Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Okay, das heißt, wir müssen noch aufpassen, was wir machen. Das endet sonst für uns ein bisschen... Aua. Zieh doch das Schwert, Geralt. Falsches Schwert, Geralt. Jetzt haben wir es richtig, hier. Level 15, Werwolf. Hui. Die sind ja lustig. So, Feierabend. Warum war ich denn so low health? Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn eigentlich da hinten los? Da hüpft ein Bär rum. Und tötet irgendwelche Viecher. Was bist denn du? Hey, Kumpel. Warum denn so aggressiv? Okay, der Bär scheint nicht gerade ganz kampflustig zu sein. Da ist auf jeden Fall noch ein anderer. Danke für das Fleisch auf jeden Fall. Da war noch ein anderer. Warum sind die denn hier so aggressiv? Guck dir die Viecher mal an. Krass. Irgendwie ist das zu einfach. Aber ich krieg Fleisch. Das finde ich gut. So, wir gehen mal wieder zurück. Kurze Ablenkung. So. Was ist denn das hier? So ein... Noch einer. Die sind ganz schön stark. Schlecht. Jetzt, was ist das hier? Ein Gebetskreis. Ah, guck mal. Hat seine Klauen geschärft oder nur sein Territorium markiert. Aber was ist das denn bitte für ein Viech? Ein Waldschrat, männlich, sehr alt. Verdammt, hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Ein Waldschrat, okay. Geist des Waldes. Bestiarium. So, wo ist er denn, der Geist des Waldes? Hybriden.
Ist es ein Hybrid? Eigentlich ja nicht. Wo ist er denn? Eisriesen. Okay, Doppler, Geist des Waldes. Hier, Geist des Waldes. Ach du heilige Scheiße. Igni, okay, Feuer also. Das ist gut. Mache, was? Mache, Alter. Manche Monster sind so mächtig, dass die Einwohner der Gegend damit anfangen, sie als Götter zu verehren. Dies traf auch auf den Waldschrat zu, der in den Wäldern bei Fairland auf Skellige hauste. Die Dorfältesten waren überzeugt, dass das Monster über sie wachte, sie vor Feinden beschützte und ihre Jäger ausbildete. Ja, das hat ja gut funktioniert. Der Hexer hegte da jedoch seine Zweifel. Waldschrade sind niederträchtige, eigennützige Kreaturen. Da bildete das uralte Exemplar in den Wäldern bei Fairlund gewiss keine Ausnahme. Fairlund? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. Geralt wusste, dass es nicht einfach sein würde, die Dörfler aus dem Griff ihres vermeintlichen Beschützers zu befreien, falls es überhaupt versuchen wollte. Der Waldschrat, der als Geist des Waldes bekannt war, war so mächtig, dass er die Kunst des Markierens beherrschte. Dies bedeutet, dass das Monster einem Einwohner von Fairland seine Essenz eingegeben hatte. Solange diese unglückliche Seele am Leben und in der Nähe des Dorfes blieb, würde der Waldschrat immer wieder neu erstehen. Das heißt, wir müssen jemanden töten, der markiert worden ist. Doch auch wenn der Markierte tot war, würde es noch schwieriger sein, den Waldschrat beizukommen. Das Monster genoss den Gehorsam der Waldbewohner. Er konnte Wölfe, Raben und sogar die Bäume selbst zur Hilfe rufen. Doch zum Glück hat er auch eine Schwachstelle. Feuer. Vor allem das Feuer im Igni-Zeichen. Alles klar. Öl. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir Öl herstellen können und das auf unser Schwert machen. Warte mal, da gucken wir mal ganz kurz. Tränke, Verzehrbares. Öle. Müssen mal Öle herstellen. Wie geht denn das? Handwerk. Charaktere, Bücher, Handwerk. Hier. Müssen wir bloß gucken, wo. Wahrscheinlich bei Handwerkzutat? Nö. Talwaffe, Stiefel. Alchemie ist das. Das macht mehr Sinn. Bombentränke, Öle. Öle. Doch was für eins? Zutaten fehlen. Verfluchten Öl. Was macht das? Zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Plus 10 Angriffskraft gegen Verfluchte. Ja, das passt ja eigentlich sogar. Wobei das Viecher nicht verflucht ist unbedingt. Aber wir haben hier eh nicht alles hier. Also das, ja. Müssen wir bei Kräuter sammeln. Das machen wir aber nicht. So, okay. Gehen wir zurück. Und dann sprechen wir mal über den Weg zu dem Altschrat. Ah, hier ist das. Hier ist das Becherlein. Das ist schön. Das heißt, wir haben dann einen ehrenwürdigen Gegner. Ich hoffe, wir kommen dem überhaupt an. Welches Level ist denn die Quest? 22 und wir sind 20. Okay. Naja, wir werden es wahrscheinlich gerade so hinbekommen. We will see. Harald, wo bist du? Ihr habt da mal was zu sagen. So. Was? Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen.
Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Thank you.